wenn ich mich hier alleine umschaue, da brauche ich nicht unbedingt einen Fisch zu fangen. Ne? Das entschädigt mich alleine schon. Wir haben jetzt hier an der Alm und der Laudach die Möglichkeit, dass wir eben aktiv bei der Bewirtschaftung und beim Besatz mitarbeiten. Wir befinden uns hier an unserer Pachtstrecke von unserem Naturschutzverein, die Dieme. Forelle 18. Was in Deutschland gesetzlich verboten ist, ist das Angeln ohne vernünftigen Grund. Catch and Release gelangt dann in die kritische Debatte, wenn der Angler eben mit der vorgefassten Intention ans Wasser fährt, gar keinen Fisch mitnehmen zu wollen. Und hier kommt es eben zu einem kulturellen Konflikt zwischen einer neuen Generation von Anglern, die viel angeln, die sich inspirieren lassen von anderen Ländern, und einer konsumtiven Grundeinstellung der deutschen Anglerschaft. Die Meerforelle ist normalerweise leichtfertig mit 50 cm. Warum nicht ein Projekt gründen, das sich eben freiwillig darauf beschränkt, das Maß von 50 cm zu akzeptieren, anstatt der vorgeschriebenen 40 cm? Unser Fokus liegt darauf, dass wir völlig auf Besatz verzichten. Es macht natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man an einem Gewässer fischt und man weiß, man hat einen natürlichen Bestand. Das sind Wildfische, die hier abgewachsen sind. Pavel! Ich denke, eine sehr, sehr gesunde, ausgewogene Balance zwischen Naturfischen, Catch and Release, aber eben auch einer Entnahme und Besatz, ist die Kunst an jedem Gewässer. Ich glaube, man muss einfach durch Öffentlichkeitsarbeit dokumentieren, dass es auch anders geht. Vielleicht findet dann irgendwo ein Umdenken statt.